Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr unter mir lesen konntet, gibt es heute einen entspannten Fashion Haul. Ich habe so ein paar Dinge online und auch in den Stores gekauft. Die würde ich euch heute einfach gerne mal zeigen. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, los geht's, swipe up nach rechts. Gleiche Leier wie beim letzten Mal, denn über 40% der Leute, die meine Videos schauen, haben meinen Kanal nicht mehr abonniert und das finde ich ein bisschen schade. Ich würde mich freuen, wenn ihr den kostenlosen Abonnieren-Button klickt und vielleicht auch noch die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ich würde sagen, viel Spaß, los geht's jetzt wirklich. Wer meinen Weekvlog zum Urlaub gesehen hat, hat vielleicht mitbekommen oder gar wer mir auf Instagram folgt, wird mitbekommen haben, dass ich gefühlt jeden Tag einen anderen Bikini anhatte. Und da haben mich extrem viele Mädels gefragt, wo ich meine Bikinis kaufe. Und die kaufe ich bei Capshi. Capshi, ich glaube, so wird es ausgesprochen. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Letztens hatte ich auch einen Rabattcode. Ich hoffe, der ist noch aktuell. Als ich Bikinis bestellt hatte, war er auf jeden Fall noch aktuell. Da konnte man damit auf jeden Fall sparen. Ich habe jetzt noch eine zweite Ladung Bikinis bestellt. Und zwar für den nächsten Urlaub, der zum Ende des Jahres nochmal geplant ist. Und ich würde euch die Bikinis einfach mal zeigen. Die werde ich euch nicht angezogen zeigen, aber ich blende euch einfach ein Bildchen ein, wie es auf der Internetseite aussieht. Und wir starten. Ich habe auch wirklich nur Bikinis bestellt, aber man merkt so ein kleines Muster, ein kleines Raster, was mir bei Bikinis einfach wichtig ist. Wir starten mit diesem Schmuckstück. Passend dazu ist dieses Oberteil. Das ist ein bisschen kürzer, ein bisschen kleiner, vielleicht auch ein bisschen freizügiger. Hier vorne ist so ein Schleifchen. Da sind auch keine Cups drin, die irgendwie die Brust noch pushen oder so. Was mir auf jeden Fall bei Höschen oder überhaupt bei Bikinis wichtig ist, ist, dass das Höschen ein bisschen höher geschnitten ist. Also grundsätzlich sind alle Bikinis ein wenig höher, bis auf einen, aber gut. Das ist wie gesagt der ist nude-farmed und so ein bisschen blau. Den finde ich super. Einen anderen Bikini, den ich ebenfalls schön finde, ist dieser. So sieht der BH aus. Der hat hier so eine leichte Fütterung drin, also nicht so übertrieben. Es fällt so, also ich finde, es sieht so ein bisschen aus, als würde er eine ultra krass große Brust machen. Habe ich eigentlich auch gedacht, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, der macht eine riesen Brust. Nein, der macht aber eine schöne Brust. Also da kann ich auf jeden Fall nichts Negatives zu sagen. Und auch dazu gibt es ein... Jetzt habe ich den Wasserbrunnen wieder ausgemacht von der Katze. Und jetzt wundert sie sich, wartet kurz. Ich habe jetzt den Wasserbrunnen wieder angemacht. Wenn ihr den jetzt hört, dann tut es mir leid, aber meine Katze sitzt davor. Und es tut mir im Herzen weh, wenn ich sie da jetzt vor dem Brunnen sitzen lasse und da kein Wasser sprudelt. So, das ist das passende Höschen dazu. Das ist so ein bisschen floral abgesetzt, ist auch ein bisschen höher geschnitten. Ich mag das auch nicht, wenn da so der halbe Arsch rausguckt. Deswegen höher geschnitten und ein bisschen, wie würde mein Freund sagen, einen kleinen Oma-Schlipper. Aber ich mag das. Es muss auch ein bisschen bequem sein. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Einen Bikini, den ich auch mega schön finde. Und zwar erinnert er mich so ein bisschen an die 50er Jahre. Das ist dieser. Ich mache ihn mal hinten zu. Dann wirkt das immer ein bisschen schöner, finde ich. Alle Bikinis passen. Ich zeige euch zum Schluss den, den ich nicht so schön finde, den ich eigentlich, ja, der wird wahrscheinlich im Schrank versauern. So, das ist so ein BH-Oberteil, was so ein bisschen an 50er Jahre erinnert, ist auch so ein bisschen aufgepolstert, aber nicht übertrieben und auch nicht mega krass, macht wie gesagt eine schöne Brust. Ich mag es, dass es auch ein bisschen länger ist, gefällt mir gut und dazu gibt es ein relativ unspektakuläres Höschen und zwar stinknormal in schwarz und wie ihr seht, wieder ein bisschen höher geschnitten. Das mag ich wirklich gerne. Alle Bikinis wandern übrigens einmal erstmal in die Wäsche. Dann haben wir einen Bikini, der ist rosa, also eher so Korall, würde ich sagen. Ja, Korallfarben trifft es eigentlich ganz gut, aber auch mega niedlich. Sieht bestimmt schön auf gebräunte Haut aus und zwar das. Kommt über die Kamera auf jeden Fall so rüber, farbgetreu, wie es hier auch neben mir ist. Vielleicht ist es bei mir jetzt ein bisschen intensiver. Das sieht so aus. Und dazu gibt es ein gestreiftes Höschen. Einmal ein gestreiftes Höschen dazu. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo hier der Anfang ist. Hallo? Hallo? Hier. So,
So sieht das Höschen aus. Wie gesagt, alles so Highways geschnitten, alles ein bisschen höher. Ich liebe es, Bikinis zu shoppen und mittlerweile habe ich das auf dieser Internetseite wirklich lieben gelernt. So, der letzte Bikini ist der, der mir am wenigsten gefällt. Das ist dieses Teil. Aber ich muss sagen, dass mir einfach nur diese Hose nicht so gut gefällt. Denn ich habe, dass viele sagen immer, ja, Sandra, du hast eine tolle Figur. Kann auch sein, dass es für viele von euch so ist. Mich stört allerdings meine Hüfte. Die ist ein bisschen breiter, als ich sie mir wünschen würde. Natürlich könnt ihr dran arbeiten. Ich bin aber eine faule Sau, was das betrifft. Und wenn dann so normale Höschen kommen wie die, dann sitzt das an mir leider Gottes wirklich sehr, sehr unförmig und nicht so mega schön. Deswegen mag ich es lieber, wenn es so ein bisschen kaschiert wird durch diese High-Waist-Hosen. Aber das ist so mein persönlicher Geschmack einfach nur. Dann habe ich mir vor unserem Urlaub noch ein paar Sachen bei Shein aussuchen dürfen. Die habe ich in einem Vlog einfach mal kurz erwähnt, aber nicht wirklich, bin ich nicht wirklich drauf eingegangen. Und zwar habe ich mir einen Jumpsuit ausgesucht. Den hatte ich auch während des Fluges an, weil der ultra bequem war. Es war aber was Langes, weil wir hier 14 Grad hatten und es arschkalt war. Und ich dachte aber, wenn du einfach so eine Jeansjacke drauf trägst, dann ist das eigentlich ganz schön. Und der schaut so aus. Ist halt gestreift. Hier vorne hat so ein kleines Flatterlage-Ding. Das finde ich jetzt nicht so mega geil. Das würde ich jetzt auf jeden Fall, wenn ich es ändern könnte, würde ich das ändern. Ansonsten finde ich das eigentlich ganz, ganz hübsch gemacht. Hinten ist ein Reißverschluss. Vorne diese Knopfleiste. Ist ein langer Jumpsuit. Kann man wirklich sehr, sehr gut tragen. Auch was so mit Jeansjacke habe ich das getragen. Sehr schön kombinierbar. Und dann habe ich noch einen anderen Jumpsuit, den wollte ich eigentlich für einen Abend anziehen, wenn wir essen gegangen sind oder so, aber da hat sich immer was anderes angeboten, deswegen passte das nicht. Aber das wäre Jumpsuit Nummer 2, der ist so ein bisschen Tropical, Hawaii, Floralmuster, der hat keine Arme, ist lang geschnitten, hat hinten auch einen Reißverschluss, aber ja, den finde ich auch sehr, sehr schön und sitzt mega gut. Dann habe ich so einen kleinen Fail. Und zwar hatte ich mir bei Shein zwei Taschen ausgesucht, die ich eigentlich ganz, ganz schön fand. Aber als sie angekommen sind, war ich ein bisschen schockiert über die Größe. Das kam mir im Onlineshop überhaupt nicht so rüber. Und zwar ist das sowas. Ich habe mir so eine Tasche ausgesucht. Ich habe dann erst irgendwann später entdeckt, dass es wirklich hier noch so ein Henkel gibt, also dass man die Tasche auf jeden Fall noch Crossbody tragen kann. Aber hier passt ja einfach mal 0,000 irgendwas rein. Man kann auch das hier entnehmen und quasi als Schminktäschchen oder so nehmen. Dann hat man nur diesen transparenten Sack. Das muss man aber für sich wissen, ob das für einen sowas ist oder nicht. Und die gleiche Tasche geführt habe ich nochmal in schwarz. Auch mit so einem transparenten Beutel drumherum. Und innen drin ist halt dieses schwarze Beutelchen, was man wieder entnehmen kann. Wieder ein langen Henkel, dass man die Tasche Crossbody tragen kann. Ich kann es euch unten verlinken. Für mich sind die Taschen nichts. Also weder für den Alltag noch für den Urlaub waren sie irgendwas. Nee, hat mir nicht gefallen. Dann war ich letztens bei uns wir waren bei uns in Potsdam im Sterncenter. Dort war ich im Mediamarkt. Ich habe mir einen neuen Laptop gekauft. Da freue ich mich total. Ich kann jetzt wieder meine eigenen Videos an meinem eigenen Arbeitsplatz schneiden. Mega schön, mega cool, freue ich mich. Und gegenüber vom Mediamarkt ist bei uns Peek & Cloppenburg und da habe ich auch ein bisschen zugeschlagen. Und zwar habe ich mir eine kurze Hose, ich habe nämlich keine kurzen Hosen, die nicht gerade Hotpants sind, habe ich mir zwei kurze Hosen gekauft und zwar einmal eine von Esprit. Das ist die in einem zarten Rosa, die sitzt wirklich sehr, sehr bequem. Das ist Größe 34, die sind ultra groß ausgefallen. Deswegen ist es bei mir hier 34, normalerweise trage ich 38. Dann habe ich noch eine mitgenommen von Tommy Hilfiger in der 29 und die Farbe ist einfach mega schön. Ich liebe sie. Das wäre quasi die von Tommy Hilfiger, die Hose. Auch eine kurze, so 7/8 ist es nicht, 3/4 Hose. Die habe ich heute angehabt. Sehr, sehr schön. Und dann habe ich mir noch eine Tommy Hilfiger Bluse mitgenommen in der Größe 4 und die ist weiß. Die hatte ich letztens an mit einer stinknormalen Jeans, die war so ein bisschen zerrissen, die Jeans, und dann oben sowas Schlichtes, finde ich eigentlich ganz cool. Die Bluse hat, glaube ich, 29 € gekostet und die Hose hat 39 gekostet, beides war im Sale.
Und zu guter Letzt habe ich mir eine Valentino-Tasche zugelegt. Ich bin echt um die Taschen drumherum geschlichen, um die Moschino, um die Calvin Klein gab es da. Dann gab es Tommy Hilfiger, weil ich eigentlich eine größere Tommy Hilfiger-Tasche haben wollte. Dann gab es aber, habe ich gesehen, diese Valentino-Taschen und habe mich diese angesprochen und die war runtergesetzt auf 180 Euro oder so. Auf jeden Fall habe ich mir die noch mitgenommen. Die hat ein richtig schönes Fassungsvermögen, die kann man jetzt nicht unbedingt Crossbody tragen. Aber die kann man einfach so und ich finde, die sieht einfach sehr, sehr stylisch und sehr, sehr schön aus. So, das war dann mein kleiner, feiner, aber entspannter Fashion Haul. Ich glaube, ich muss euch die Sachen gar nicht angezogen zeigen, weil es sind eigentlich bloß, ach doch, die Jumpsuits und so. Ihr werdet sehen, wenn ich es euch angezogen, eingeblendet habe, habe ich es abgefilmt, ansonsten eben nicht. Die Bikinis gab es nicht zu sehen, aber die habe ich euch einfach an dem Modell im Internet präsentiert und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich hoffe, ihr habt den Kanal abonniert. Unter mir könnt ihr gerne meine letzten beiden Videos noch anschauen und dann sehen wir uns immer mittwochs, immer sonntags und dann sehen wir uns im nächsten Video einfach wieder. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra. Tschüssi.